Ja, Freunde, ihr habt meine letzte bzw. erste Reaktion auf Max Cameo richtig gefeiert. Das war über Paris Hood und jetzt gönnen wir uns das über Berlin-Neukölln, ja? Gangs, Koks, Gewalt. Der Straßenverkaufswert von dem Kokain über 1 Million. Hier hat Christiane F. gewohnt. Und dann bin ich hier durch die JVA im Kreis. Großalarm. 10 Jahre meines Lebens hinter schwedischen Gardinen verbracht. 10 Jahre im Knast, krass. Und dann gab es zwei Tote bei dieser Auseinandersetzung. Und wir wollten ja auch zeigen, wer ist wohl die Bessere. Die TR-Urbane-Wurzgierlee, die Spinne und 36 Bulls. Wir haben die abgezogen, haben die verprügelt und tschüss. Okay. Aber ja. Krass, Alter. Ich feier solche Videos immer. Fette Karre. AMG GT Sport. Auf dem Weg Cabrio. Nach Berlin. Muss gerade hier noch tanken. Boah. Die passen für ein Max Cameo Video, oder? Wir fahren nach Berlin, weil wir einen Zeitzeugen treffen werden. Und zwar jemand, der die ganze Jugend-Gang-Kultur in den 80er und 90er Jahren in Berlin miterlebt hat. Geil. Der Totti, der hat inzwischen auch seine eigene Klamottenmarke. Ghetto-Prominent, checkt das auf jeden Fall aus. Wenn ihr aus dem Märkischen Kreis kommt, Leute, und tanken wollt und müsst, dann kommt hier nach Jena zur BFT-Tankstelle. Auf jeden Fall die beste Tankstelle im Märkischen Kreis, Leute. Merkt euch was. Erste 5 Minuten Werbung für alles. Vor den 100k. Und ich habe mir überlegt, dass wir für diese 100k auf jeden Fall ein dickes Special machen. Und zwar ein Meet and Greet, wo ihr mich treffen könnt, wo wir eine gute Zeit zusammen verbringen. Haltet auf jeden Fall die Augen und die Ohren offen. Ansonsten geht's jetzt los. Wir drehen ein dickes, fettes Video in Berlin, Leute. Max Cameo, die Echten. Boom.